Guten Morgen, ein weiterer Tag auf Bali bricht an und ich war die letzten 3 Tage, eigentlich bin ich seit Freitag schon fast jeden Abend unterwegs, aber die letzten 2 Tage habe ich ein bisschen vermehrt Alkohol getrunken, so viele Mojitos und einen Cocktail und ich glaube, andere Fitness-YouTuber oder Instagrammer würden jetzt sagen, always stay healthy, auch im Urlaub und so. Und ich bin einfach zu viele Mojitos getrunken. Ich habe keine Ahnung. Es fühlt sich einfach so an, als müsste ich meinen Körper mal wieder bewegen. Und ja, deswegen gehe ich jetzt zu so einer Wiese, die hier irgendwie ist. Da können zwar alle Leute mich dann blöd angucken, aber ich kenne mich eh keiner. Genau, und da werde ich dann mal versuchen, ein paar Ganzkörperübungen zu machen. Ich habe jetzt einfach Trinkflasche, Handy, Kopfhörer, meine Kamera mit und habe noch nicht gefrühstückt, aber keine Ahnung, ich habe einfach nicht mal Hunger. Alkohol hat ja auch so viele Kalorien. Naja, auf jeden Fall, ja, mal sehen, ob das überhaupt da funktioniert. Keine Ahnung, wie gut die Wiese überhaupt ist, ob die Hammer vermüllt ist oder so. Ja, vielleicht filmen wir ein bisschen was ab. Los geht's. Alter, das sind definitiv andere Klimaverhältnisse hier. Das ist ungefähr so, Alter, mir läuft der Schweiß in die Augen, Alter. Ungefähr so, als wenn ihr McFit im Sommer trainieren geht, ohne Klimaanlage und dann 5-mal schlimmer. Aber irgendwie gucken mich die Leute hier nicht blöd an. Ich glaube, es ist auch normal, dass hier Leute mal Workouts machen. Minam! Oh mein Gott! Ja, auf jeden Fall war das echt nur so maximal 15 Minuten. Aber halt so HIT-mäßig, also ich habe nie länger als 30 Sekunden Pause gemacht. Ja, eigentlich bin ich durch, glaube ich. Tat auf jeden Fall gut, mein Arm zittert voll. Krass. Nee, war gut, war echt gut. So, Workout beendet. Hab ich ja eigentlich noch abgefilmt, wie lange das war und so. Und jetzt sitze ich im Seeds of Life. Da war ich gestern schon und habe da übrigens einen richtig, richtig süßen Kerl kennengelernt aus Amerika. Ich glaube, er ist schwul. Das macht ihn halt umso süßer. Und er hat diese Bowl hier gegessen und die hat er mir wärmstens empfohlen. Und ja, das wird jetzt so mein Frühstück sein. Ich habe, wie schon angesprochen, gestern ein bisschen zu viel getrunken. Und ich hatte zum Abendbrot, wie ihr wahrscheinlich auch gesehen habt, habe ich halt auch gefilmt, Brownies und Eis und so weiter. Das Deswegen muss ich mal irgendwas Herzhaftes wieder essen. Und genau, die werde ich mir jetzt genehmigen. Und dann geht es später zur Meditation. So einer geführten mit so einem indischen Meister da. Da bin ich schon richtig gespannt, wie das wird. Ja, und die werde ich mir jetzt erstmal gönnen. Und da habe ich richtig Bock drauf, auch wenn das mega viel aussieht. Ich glaube, da werde ich Food Baby Hochtausend haben. Aber es ist mega geil. So, ich hatte gerade die Meditationsklasse oder die Meditationsstunde und ich habe geheult wie sonst was. Also da haben ein paar geheult, aber ein paar haben auch hammerkrass gelacht und ich glaube, das muss ich euch später mal erzählen. Ich bin gerade hier auf Toilette noch, aber ich wollte euch einfach mein Gewicht zeigen. Ich habe halt
Weird. Is this for your vlog? Yeah, it is. It's apparently 1 hour away. Oh, 1 hour. We have to figure out what is the cheap. I have to film yours because it looks so good. Doesn't it? It's gorgeous. I want to eat this. Guten Morgen, meine Freunde. Ich war ja schon frühstücken, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Ansonsten blende ich euch die Aufnahme jetzt ein. Und jetzt gehe ich in den Monkey Park, beziehungsweise habe ihn gerade schon betreten. Ich sehe auch schon die ersten Äffchen. Auf jeden Fall muss man hier sehr aufpassen, da die ziemlich frech sein sollen. Irgendwie so wie die Möwen bei uns in Deutschland. Die, die aus dem Norden kommen, die wissen, was ich meine. Ja, deswegen habe ich meine Kette und so alles abgelegt. Und ich habe jetzt nur ein Wasser hier mit. Streiten die sich. Und naja, man kann ja auch Bananen und so kaufen für die, weil die dann irgendwie auf die Schulter kommen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt möchte. Auf jeden Fall, ja, werde ich mal ein paar schöne Aufnahmen jetzt machen. Das sieht hier allein schon wunderschön aus, wenn ihr das mal seht. Mit den ganzen Lianen und so. Und das Coole ist halt echt, dass die so in Freiheit leben, ne? Also hier ist überhaupt kein Zaun oder irgendwas. Also das ist wirklich die Natur und hier geht man einfach so durch. Und ja, viel Spaß beim Zusehen, würde ich sagen. Übrigens, kleiner Anhang, ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert, was das für ein komisches Geräusch ist, dass hier jemand so mit einer Fahne so schlägt. Hier ist doch ein Zaun. Also das Ding ist, du kannst offen rein und so, aber ich weiß nicht, ob ihr es seht, also ein Zaun ist hier doch. Also die versuchen schon, die Affen irgendwie drin zu behalten. Da hat er halt so eine Fahne, macht immer so tsch, tsch, damit die Affen dann doch hier drin bleiben. Aber ich meine, at least, die sind hier frei und sind nicht angekettet oder so. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es für die teilweise stressvoll ist mit so vielen Affen, wenn hier so Mädchen rumschreien und so. Aber naja, ich habe gerade auch einen Affen berührt. Das war cool. Gut, ist das lecker? So, das ist jetzt unsere neue Unterkunft für die nächsten Tage. Ich bin jetzt mit Nathan hierher gefahren, ungefähr eine Stunde mit einem Motorroller. Oh, they're having a race. Schwarzer Sand. Dann lass mal schauen, wie warm oder kalt das Wasser ist. Oh ja. Das geht.